Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben es jetzt gerade wieder gehört. Frau Vogler hat es vorgetragen. Kern der beiden Anträge der Linken ist, Einkommen, also auf alle Einkommen Beiträge erheben. Keine Beitragsbemessungsgrenze steht da drin. Private Krankenkassen werden abgeschafft. Parität muss wiederkehren. Zuzahlungen fallen weg. Ziel ist eine Einwohnerversicherung. Denn Ihre Bürgerversicherung, die Sie jetzt beschrieben haben, klingt herrlich, klingt wirklich verlockend. Sie ist nicht gut. Hinter ihr stehen ganz viele Fallstricke, und die werde ich jetzt ein bisschen aufzählen. Wir jedenfalls wollen diese sogenannte Einheitsversicherung nicht. Das erinnert uns an den Sozialismus, das lässt grüßen, denn Sie wissen ganz genau, dass dahinter auch nicht die Mehrheit in unserem Land steht, weder die Versicherten noch die Leistungserbringer. Das hat ganz deutlich auch die Anhörung und die Stellungnahmen, die wir zu Ihren Anträgen bekommen haben, gezeigt. Dennoch setzen wir uns mit Ihren Argumenten auseinander. Liebe Frau Vogler, Sie sind eine nette Kollegin, aber in den Argumenten müssen wir uns auseinandersetzen. Deshalb die erste Frage von mir. Was hat denn unser jetziges System eigentlich bewirkt? Wo stehen wir denn? Das dürfen Sie ja nicht einfach hier so wegwischen. Deutschland hat im internationalen Vergleich ein sehr leistungsstarkes, eigentlich das leistungsstarke, stärkste Gesundheitssystem. 85% der Menschen mit unserem Land sind sehr zufrieden. Das heißt nicht, dass es nicht Einzelbeispiele gibt, wo man schon nachbessern muss, komme ich gleich noch drauf. Jedenfalls haben wir einen hohen Standard. Alle haben den Zugang flächendeckend für eine ordentliche Krankenhausversorgung mit Hausfachärzten, Zahnärzten und den weiteren Berufen aus dem Gesundheitswesen. Wir haben einen internationalen Spitzenplatz, den schnellen Zugang zu allen Innovationen für alle. Da wird niemand aussortiert. Wenn er in eine Notfallbehandlung kommt, zum Beispiel, bekommt er komplett das ganze Spektrum, das zur Verfügung steht. Die Zugangshürden sind nämlich sehr gering, und das ist einfach nicht so wegzuwischen. Jeder Bürger ist auch versichert, und jedem wird geholfen. Wir haben de facto, wenn Sie so wollen, nach dem Verständnis, was ich unter Bürgerversicherung verstehe, haben wir sie schon, weil jeder Bürger bekommt die Leistung, die er braucht. Damit das so bleibt, haben wir in dieser Wahlperiode, das haben Sie auch anerkannt, viele Schritte vollzogen, die aus Sicht der Bürgerschaft wirklich wichtig sind und genau auf die Bedingungen reagiert, die sich in unserer gesellschaftlichen Welt vollziehen, nämlich die demografische Entwicklung, zusätzlich Fortschritt, medizinischen Fortschritt, den wir alle wünschen, und viele andere Dinge. Die Rahmenbedingungen haben wir tatsächlich verbessert. Klar, wir bekämpfen vor Ort immer wieder Situationen, da sind wir uns einig, dass es durchaus Fälle gibt, wo eine Hausarztpraxis auf dem Land nicht neu oder wieder besetzt werden kann. Dafür haben wir die Möglichkeit der MVZs geschaffen. Die kassenärztlichen Vereinigungen geben Unterstützung. Wir haben das Medizinstudium reformiert. Jetzt kommt es darauf an, dass wir das alles umsetzen. Und deshalb glaube ich, dass wir in dieser Wahlperiode genau die richtigen Akzente gesetzt haben. Und bitte nehmen Sie zur Kenntnis, und jetzt will ich Ihnen ein paar Zahlen sagen, dass in diesem ersten Quartal des laufenden Jahres 2017 eben durch die Rahmenbedingungen, die wir in unserem Land haben, das GKV-System stabil ist. Wir haben einen Überschuss von 612 Millionen Euro, 58 Milliarden Einnahmen, 57,6 Milliarden Ausgaben. Also der Einnahmeprozentsatz von 4,2 liegt höher als der Ausgabenprozentsatz. Prozentsatzsteigerung 3,9. Das können Sie nicht wegwischen. Klar sind das vorläufige Zahlen, aber die Finanzreserve der Krankenkassen, das kann man auch nicht wegwischen, die stiegen auf 16,7 Milliarden. Und im Gesundheitsfonds haben wir 9,1 Milliarden Reserve. Und deshalb sage ich Ihnen, wir stehen mit unserem Gesundheitswesen auf sehr stabilen Füßen. Die Bruttowertschöpfung, das muss man auch einmal erwähnen, durch die deutsche Gesundheitswirtschaft. Sie alle wissen, dass wir ganz viele Gesundheitsbetriebe haben, die übrigens fast 7 Millionen Arbeitsplätze sichern. Also die Bruttowertschöpfung am BIP
BIP in unserem Land liegt bei 12%. Im Vergleich zu anderen Branchen ist das enorm. Und deshalb sage ich Ihnen auch, die Gesundheitswirtschaft hat einen Anteil an dem gesamtdeutschen Export von 8,2%. Was heißt das? Dass unsere Produkte, unsere Innovation im Grunde genommen auch in anderen Ländern sehr gewünscht ist. Und das ist doch was, ein Beweis, dass wir hier gut gewirtschaftet haben. Zweite Frage. Warum also dann, wenn wir so gut dastehen finanziell, können Sie ja richtig fragen, haben Sie auch, warum, wenn wir so gut dastehen, geben wir nicht mehr aus? Könnte man ja fragen. Unsere Antwort? Bitte keine Experimente. Wir haben die Einheitsversicherung vor 25 Jahren abgeschafft und haben auch noch in Erinnerung, was das alles bewirkt hat. Denn zum Beispiel, und jetzt gehe ich mal auf ein paar Einzelpunkte ein, vier Stück würde ich Ihnen nennen wollen, die Lohnnebenkosten sind stabil und die auch für die Unternehmen kalkulierbar zu halten, das ist ein echtes Wirtschaftsthema, das uns als Gesundheitspolitiker aber auch interessiert. Denn wenn die Wirtschaft floriert, haben wir mehr Beitragseinnahmen in unserem Krankenversicherungssystem. Diesen Zusammenhang, den müssen wir auch als Gesundheitspolitiker sehen. Wir sehen ihn. Ich weiß, Sie sehen das nicht, aber wir sehen diese Zusammenhänge und deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit in unserem Land ausgewogen halten. Das duale, als zweites Argument, das duale Versicherungssystem zwischen GKV und PKV, das Sie abschaffen wollen, ist ein echter Innovationsfaktor, weil nämlich der Systemwettbewerb zwischen beiden Systemen bewirkt, dass sie sich untereinander, miteinander vergleichen und so zum aktuellen Leistungskatalog führen durch die Versorgungs- und Therapieangebote. In dem einen System kommen die anderen in Verzug und umgekehrt. Sie befruchten sich beiderseits. Und die Vergleichbarkeit, die nützt übrigens auch den Versicherten sehr wohl. Sie können, hätten nämlich, wenn wir keine Vergleichbarkeit mehr hatten, einen Leistungskatalog der GKV, der bei Weitem auf die Grundversorgung ausgerichtet ist. Und so kämen wir erst zu einer Zweiklassenmedizin, weil sich nur die gut Betuchten vielleicht eine Zusatzversicherung leisten können, um sich zusätzliche Leistungen einzukaufen. Also es ist im Sinne der Versicherten. Deshalb ist das eben kein Problem, sondern das ist ein wirklich stabilisierender Faktor. Auf die verfassungsrechtlichen Dinge Ihres Vorschlages will ich gar nicht erst eingehen, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch keine Rechnung gesehen von der Behauptung, die Sie auch gerade wieder aufgestellt haben, dass durch, wenn alle in die Kassen einzahlen, alle den gleichen Beitrag haben, wir eine Einheitskasse haben, der Beitrag wirklich sinkt und wir mehr Ausgaben tätigen könnten. Die Rechnung habe ich noch nicht gesehen. Die haben Sie auch nicht vorgelegt. Und die IGES-Studie hat außerdem bewiesen, dass neben neuem Aufbau von Bürokratie auch viele Arbeitsplätze darüber verloren gehen würden. Und drittens will ich Ihnen sagen, die Parität, die Sie abschaffen wollen, dahinter steht die Befürchtung, dass sich der kassenindividuelle Zusatzbeitrag für Arbeitnehmer exorbitant entwickeln würde. Da gibt es, nehmen wir mal das Beispiel vom letzten Herbst oder eigentlich schon im Sommer vor einem Jahr. Da hat man uns prophezeit, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 1,1% exorbitant steigen wird. Da waren verrückte Zahlen in der Welt. Die Wahrheit war, dass es stabil geblieben ist. Natürlich müssen die einzelnen Kassen individuell darauf reagieren. Aber im Grunde genommen ist das Prinzip, das wir hier haben, dass der Schätzerkreis die wirtschaftliche Situation bewertet und dann daraufhin Empfehlungen ausspricht und die Hoheit, die Autonomie der Krankenkassen, die wir an der Stelle haben, auch durch mehr Transparenz für die Versicherten ein echtes, gutes System. Und einen vierten Punkt will ich ansprechen, die Bemessungsgrenze. Ja, das ist ein Thema. Richtig ist die Feststellung, dass der derzeitige Mindestbeitrag für Selbstständige zu überprüfen ist. Wir wissen, dass manche mit dieser Regelung überfordert sind. Sie dürfen auch nicht verkennen, dass wir eine Regelung beschlossen haben, die analog
Katalog der Lohnsteuerausgleiche, die Vorläufigkeit der Beiträge regelt. Das ist eine echte Erleichterung, aber wir werden uns bezüglich der Bemessungsgrenze tatsächlich noch mal darüber unterhalten müssen. Das nehmen wir in die nächste Legislaturperiode. Wo liegt eigentlich die Grenze? Auf null geht das nicht. Die Anna hat gezeigt, von 400 auf 1.000 und 1.200, da gibt es viele Vorschläge. Wir müssen nur darauf achten, dass die freiwillig gesetzlich Versicherten im Vergleich zu den Solo-Selbstständigen in der privaten Versicherung sind, keine neuen Widersprüche auftreten. Das ist mir wichtig, und deshalb könnte man die Frage stellen, wo ist eigentlich der Änderungsbedarf? Das stelle ich jetzt hier nicht, weil wir sagen, unser System ist in Ordnung. Wir müssen auf die aktuellen Dinge reagieren, maßvoll Anpassungen betreiben und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wie Sie es wollen. Wir würden uns nämlich an der kommenden Generation versündigen, und das geht mit der Union überhaupt nicht. Die künftige und die kommende Generation ist jetzt mein Thema. Das war jetzt gerade meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich werde mich der künftigen Generation mehr widmen. Ich bedanke mich bei allen, die mich all die Jahre hier im Gesundheitsausschuss, aber auch in den anderen Ausschüssen begleitet haben. Es war eine sehr konstruktive, sehr arbeitsintensive Zeit, aber Sie waren alle nette Kollegen. Ich werde Sie in guter Erinnerung begleiten und behalten. Ich wünsche allen, die weiter kandidieren, viel Erfolg. Vor allen Dingen bei meiner Arbeitsgruppe will ich mich bedanken, bei den Mitarbeitern im Ministerium und bei den Mitarbeitern natürlich hier beim Haus. Und Frau Präsidentin, wenn ich das noch sagen darf, Sie waren die Erste, der ich eine schriftliche Anfrage als junge Abgeordnete im Gesundheitsbereich, als Gesundheitsministerin damals gestellt habe, zu Versorgungslücken in der ambulanten Versorgung, dass ich meine letzte Rede jetzt unter Ihrem Vorsitz halten darf. Ist ein gutes Omen. Dankeschön. Wir kommen vorwärts. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin, auch im Namen des gesamten Hauses für Ihr Engagement in all den Jahren. Ich gehe natürlich davon aus, dass meine Antwort Sie damals sehr zufriedengestellt hat. Und ich freue mich auch, dass ich Ihnen jetzt hier für alle Abgeordneten alles Gute für den weiteren Lebensweg und hoffentlich ein bisschen mehr Zeit für das, was Ihnen Spaß macht, haben. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Maria Klein-Schmeink.